Südkur-Interview mit dem Michael Albitz vom FC Bergerlingen. Michael, 4-1 gewonnen gegen der SV Berau, Tabelle Letzte gegen Tabelle Drittletzte, Kellerduell. Kann man sich freuen über so einen Sieg oder hat er eher das Gefühl, Mensch, wäre es noch früher so gut gelaufen? Ja, natürlich haben wir in der letzten Woche gute Leistungen gebracht. Mhm. Der Sieg ist jetzt halt viel Sport, oder? Wir haben in der letzten Woche, Monate eigentlich gute Spiele gezeigt, oder? Ja. Auch gegen gute Mannschaften. Und jetzt ist es schade, dass wir halt so Sport erst die Punkte holen. Mhm. Es ist ja eigentlich relativ gut gelaufen heute, nur was mir aufgefallen ist, für das 4-1 haben wir eine Chance gebraucht, wo andere, sage ich mal, mindestens doppelt so viele Tore machen. Ist das auch wegen euer Problem? Das ist euer Problem, so. Das sieht man auch in der Tabelle, dass wir halt wenig Tore geschossen haben diese Saison. Ja. Auch verletzt sind noch in der Hinrunde, oder? Ja. Das ist halt alles ein wenig so scheiße gewesen. Der Knackpunkt im Spiel, würde ich mal behaupten, war dein Tor zum 2-1 mit dem Halbzeitpfiff eigentlich. Da haben, glaube ich, die Berauer ein wenig den Zahn gezogen mit dem 2-1, weil die haben ja gewusst, die müssen ja oben gewinnen. War das bei euch auch so das Gefühl, dass ihr gewusst, die zweite Halbzeit wird ein wenig einfacher? Nein, also einfacher ist sie geworden. Die ersten 20, 25 Minuten haben sie gut mitgespielt, haben gute Chancen gehabt. Wir haben es eher schwer gehabt, denn bis zum 3-1, sage ich mal, und dann war es eigentlich entschieden. Dann. Das 4-1 dann eine Zugabe, gell? Ja, genau. Ja, wir brauchen nicht von Wunder reden, man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr wieder in der Kreisliga B spielen müsste. Was nimmt man trotzdem mit aus so einer Saison? Eigentlich alles, ja. Gegen gute Mannschaften, wo man gespielt hat, alles egal. Ja. Die Siege, die Niederlage, man kann eigentlich nur lernen. Ja. Ja. Nimmt alles mit für die nächste Saison und macht das Beste draus. Ja. Haben wir als Mannschaft die Kreisliga A wenig unterschätzt, weil sie ist ja von der Qualität her schon ein wenig stärker geworden wie früher, oder? Ja, das haben wir gewusst, dass die Kreisliga A stärker geworden ist, ja, klar. Ja, was heißt unterschätzen? Wir haben gewusst, es wird schwer, klar. Okay, dann kamen die Verletzten natürlich noch dazu, dann war es doppelt schwer. Ja, der Olli war dann mal längere Zeit noch verletzt, der Trainer. Ja. Das ist halt alles wegen so zusammengekommen, ja. Aber wir haben gezeigt, dass wir eigentlich gute Spiele machen können, wie heute jetzt auch gegen Berau. Ja. Aber, ja, schade. Was man oft mitkriegt, wenn eine Mannschaft absteigen muss, dann steigt sie nicht nur ab, sondern sie geht auch auseinander. Aber ich glaube, bei euch ist es nicht so, oder? Nein, also wir sind nach wie vor immer 15, 16, 17 Mann im Training. Das ist echt verwunderlich eigentlich. Ja. Wenn man dann am Wochenende auf den Sack kriegt, dann nachher ist man trotzdem wieder 15, 16 Mann. Das zeigt auch, dass die Mannschaft will, oder? Ja. Auch für die nächste Runde, oder? Bleibt alles beieinander. Auf jeden Groß Fall, und ganz, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann wünschen wir euch noch einen guten Ausklang vor der Saison, dass vielleicht noch ein paar Pünktle zusammenkommen. Meist tut ja auch gut, wenn man mal als Sieger vom Platz geht, oder? Das ist so, ja. Und für die neue Runde alles Gute. Jo, danke.